Proteste vor dem Landhaus in St. Pölten und der Beruf des Bestatters wird Kulturerbe. Jetzt im Magazin. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin. Alle Augen sind heute auf Niederösterreich gerichtet. Der Landtag ist zur konstituierenden Sitzung zusammengetreten unter Protesten vor dem Landhaus St. Pölten. Marcel Schachinger informiert. Einige Politiker haben die Proteste voll abbekommen, wie Gottfried Waldhäusl, der zum zweiten Landtagspräsidenten gewählt worden ist. Aber das war nur eine Randerscheinung bei der Regierungsbildung in Niederösterreich. Fakt ist, Johanna Mikl-Leitner bleibt weiter Landeshauptfrau. Mit 24 von 41 gültigen Stimmen hat sie eine Stimme mehr bekommen als die Mandatsstärke der ÖVP. Die Abgeordneten der FPÖ haben scheinbar ungültig gewählt. Damit hat Mikl-Leitner nur eine sehr knappe Zustimmung. Wir alle haben einen Wahlkampf hinter uns, der intensiv war wie nie zuvor, der härter war als je zuvor und leider oft auch verletzender. Wie nicht anders zu erwarten, ist Udo Landbauer zum Landeshauptfrau-Stellvertreter gewählt worden, wie auch wieder Stefan Pernkopf. Und die Vision ist klar: ein Niederösterreich schaffen, in dem Sicherheit, Wohlstand und Anstand unser Wertefundament sind. Und das ist die klare Haltung, die wir mitbringen, auch wenn das in Zeiten wie diesen längst nicht mehr selbstverständlich scheint. In ihrer Regierungserklärung verteidigte Johanna Mikl-Leitner einige Punkte aus dem Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ, die umstritten waren, betonte aber, dass es Grenzen gibt. Aber endgültig zu weit geht es, wenn am Wochenende eine parteipolitische Plattform in Wien durch Halbwahrheiten versucht, Verunsicherungen in der jüdischen Gemeinschaft in Niederösterreich zu schüren. Zu keinem Zeitpunkt ließ unser Arbeitsübereinkommen irgendwelche Zweifel daran zu, wie deutlich sich Niederösterreich dazu bekennt, das jüdische Kulturerbe und das jüdische Leben in Niederösterreich zu stärken und zu fördern. Dass die anderen Parteien im niederösterreichischen Landtag mit der Koalition von ÖVP und FPÖ nicht glücklich sind, versteht sich fast schon von selbst. Ich habe das Arbeitsübereinkommen gelesen und ich sage Ihnen, es geht eh schnell, man ist rasch durch. Aber Sie werden feststellen, es ist in erster Linie ein Festhalten am Alten. Es geht ums Verwalten. Die Freiheitliche Partei hat auch mit ihren Rechtsradikalen in den eigenen Reihen, die heute angelobt wurden, Niederösterreich. Und das weiß ich. Auch in den Reihen der ÖVP, der Sozialdemokratie und der NEOS. Wir haben dieses Land lieb. Und die Freiheitlichen verkickeln und vertrampen mit ihrer Art Politik zu machen unser Land. Uns wird ein ÖVP-FPÖ-Arbeitsübereinkommen auf dem Tisch geknallt, das von einem Weltbild geprägt ist, das eigentlich jeden liberalen, weltoffenen, sozialdenkenden Mitbürger den kalten Schauer über den Rücken laufen lässt. Auf jeden Fall steht die Regierung in Niederösterreich. Je zwei weitere Landesräte stellen ÖVP, FPÖ und die SPÖ. Das Zertifikat Weltkulturerbe UNESCO adelt normalerweise Gebäude und Städte mit Geschichte. Aber auch immaterielles Kulturgut wird vor den Vorhang gehoben. Das kann zum Beispiel ein Beruf oder Handwerk sein, das dann gelistet wird. So sind ab heute die Bestatter ein Teil des österreichischen Kulturerbes. Jetzt haben es die Bestatter schriftlich. Ihr Wissen um den Tod und das letzte Geleit ist ab sofort immaterielles Kulturerbe. Das hat die Kommission der UNESCO beschlossen. Bestatterinnen und Bestatter führen ja oft ein Dasein, wo man in einer Situation agiert, die für die Angehörigen nicht angenehm ist und haben deshalb auch nicht diese öffentliche Bühne, die sie, glaube ich, sehr wohl verdienen, aufgrund des ungemeinen Wissens, das sie haben im Ablauf, im Gestalten der Trauerzeremonien, aber auch natürlich im Umgang mit dem Thema Tod an sich. Gestorben wird immer. Der Beruf des Bestatters wird also niemals das Zeitliche segnen. Es geht darum, ob ein lebendiges, ein wichtiges kulturelles Wissen auch von Generation zu Generation weitergetragen wird, sich weiterentwickelt,
nicht musealisiert ist, also Teil des Alltags ist. Und hier ist ja das Abschiednehmen, das Trauern und auch das Begleiten der Trauernden Teil des Lebens. Insofern, es wird dann auch von fachwissenschaftlichen Gutachten begleitet. Aber ich glaube, auch aus der allgemeinen Lebenserfahrung wissen wir, dass Bestatterinnen eine zentrale Rolle in einer sehr, manchmal ja durchaus schwierigen Lebensphase einnehmen. Und da ist Einfühlungsvermögen gefragt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Zeremonie von Region zu Region unterschiedlich ist. Diese Kultur der Bestatterin, des Bestatters, wirklich einen wesentlichen Beitrag neben der Religion und mit der Religion wirklich beiträgt, dass wir diese Unausweichlichkeit des Todes nicht nur als Verlust erleben, sondern als eine Kultur des Abschiednehmens, des Bedankens und der Möglichkeit des Ja-Sagens zum Leben erfahren. Dafür lassen sich die Bestatter immer neue Prozedere einfallen, um die Wünsche der Kunden zeitgemäß zu befriedigen. Die sind ja sehr vielfältig, also von der Bestattungsart, wenn ich an die Naturbestattungen denke, bis zur Diamantbestattung, bis zur Gestaltung der Trauerfeier mit unterschiedlichen Musikstilrichtungen. Und was die Musik angeht, da sind mittlerweile alle Stilrichtungen vertreten, wie auch Dompfarrer Toni Faber in dieser Woche erfahren konnte. Hol dir dein Brot, deinen Fliegen, tot, tot, tot. Doch diesmal bin es ich. Ja. Jetzt vor zwei Tagen habe ich den Professor Peter Weibel hier in der Karl-Borromäus-Kirche am Zentralhof verabschiedet und der hat einen Punk-Song selber geschrieben vor 40 Jahren, der dann zur Aufführung kam. War etwas ungewohnte Melodie in dieser Kirche, aber für den Verstorbenen passend. Aber die Bestatter haben das Zertifikat immaterielles UNESCO-Kulturerbe nicht für ihr Musikverständnis bekommen, sondern für das Fachwissen über das letzte Geleit. Heute ist Tag des Vorlesens. Anlässlich dessen sind wir im 5. Bezirk bei Kerstin Thuma. Nach 15 Jahren hat sie sich den Traum vom eigenen Buchgeschäft erfüllt, das sie liebevoll Buchgalerie nennt. Jenny Prosch auf den Spuren der Literatur. Pünktlich um 11 Uhr öffnet Kerstin Thuma die Tür zu ihrer kleinen Welt im 5. Bezirk in Wien. Meine Leseleidenschaft ist schon seitdem ich 5 bin. Also das ist übertrieben jetzt, aber mit 5 konnte ich schon lesen. Aber ich war immer fasziniert von Büchern und es war auch immer so, zu Weihnachten habe ich halt Bücher geschenkt bekommen, so um die 14 Stück, und die waren auch fertig wieder nach den Ferien. Der Name ihres Geschäfts ist eine Hommage an Ovids Metamorphosen und Kafkas Verwandlung. Hier kommen Freunde des geschriebenen Wortes auf ihre Kosten, denn ist die Chefin mit Herz und Verstand bei der Sache. Es war einfach immer so, dass ich mir irgendetwas vorgestellt habe, was ein Beruf, also dass ein Beruf ist, der geistig irgendwie mein Hirn fordert. Nach 15 Jahren als Buchhändlerin in einer großen Kette hat sich Kerstin Thuma ihren Traum von einem eigenen Buchgeschäft erfüllt. Ohne Musikbeschallung, ohne Stress. Einfach Klasse statt Masse. Somit nennt die studierte Philosophin ihren Laden auch Buchgalerie statt Buchhandlung. Wir haben verschiedene Ausgaben, also sprich bibliophile Ausgaben. Und das ist so mein Traum gewesen, einfach den Leuten nicht das Herkömmliche, was man sowieso überall sieht, zu zeigen, sondern auch mal speziellere Bücher. Daher präsentieren sich bunte Bildbände, extravagante Kochbücher und schöne alte Klassiker nicht mit ihrem Buchrücken, sondern strecken einem ihr Cover entgegen, damit sie gleich zeigen, was sie können. Ich brauche schon wirklich Bücher, die irgendeine Nachhaltigkeit haben, die mich auf irgendetwas, also wo ich etwas lese und mir denke, aha, das ist etwas ganz Unbekanntes für mich und wo ich nachdenken muss, sei es über andere Länder oder über andere Personen, wie die sich fühlen. So vergisst die Bücherexpertin auch nicht auf den Lesenachwuchs. In der heutigen Zeit sehe ich wirklich sehr oft Kinder einfach auch im Kinderwagen schon mit dem mit dem Mobiltelefon herumswitchen und drücken und so. Und ich finde Buchstaben und Schreiben und eben das Haptische noch wahnsinnig wichtig. Und ich suche auch extra Kinderbücher, die nicht so platt sind und wo man Kinder nicht für dämlich hält, sondern wo man wirklich sagt,
das reizt dem Kind, da ist was Spannendes und das macht Freude oder ist einfach interessant. Und, ja. Ihre eigene Leseleidenschaft bezeichnet Kerstin als Sucht. An die 5 Bücher liest sie pro Woche. Mit E-Books kann die Bücherfanatikerin nichts anfangen. Ich habe das auch mal zwischendurch mit E-Books probiert. Ich kann das überhaupt nicht, weil für mich ist das immer eine Seite in grau-schwarz, ja, und ich merke mir dann keine Stellen. Wenn ich ein Buch lese, dann kann ich auch nicht mehr genau sagen, zum Beispiel auf welcher Seite etwas war, aber ich habe ungefähr ein Gefühl, um wieder nachzulesen. Manchmal stellen aber Autoren selbst sogar den größten Bücherwurm vor Herausforderungen. Bei Auf der Suche nach der verlorenen Zeit weiß ich noch, das habe ich ein paar Mal angefangen und habe mir immer gedacht, ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, alle reden davon, ich muss das jetzt als Buchhändlerin, möchte ich das auch wissen. Und habe dann wirklich die 7 Teile mitgenommen auf eine Hütte und habe mich 2 Wochen lang dort eingesperrt und alle 7 Teile gelesen. Wenn es um Literatur geht, zeigt Kerstin Durchhaltevermögen. Denn auch Bücher halten was aus. Digitale Konkurrenz und neue Medien. Denn das Gespür macht einfach den Unterschied. Also der Tastsinn geht halt nicht nur mit so und so, sondern der Tastsinn, da geht's blättern, dann kann man Fäuste machen. Nein, es ist einfach so, man hat etwas, wo eben alle Sinne sind, also benutzt werden. Der Augensinn, der Geruchssinn, der Gehörsinn nicht, außer wenn man bekommt vorgelesen. Aber es ist etwas, das alles sehr sinnlich ist, ja, und es macht es auch begreifbarer. Im Eis von Permafrostböden tauchen immer wieder sogenannte Zombieviren auf. Aber was sind Zombieviren und was hat es mit diesen auf sich? Diesen Fragen geht Patricia Bartosch von FutureZone nach. Heute geht es um Viren. No, God, please, no, no! Aber bevor ihr jetzt gleich wieder abschaltet, keine Sorge, es geht nicht um das Coronavirus, sondern um sogenannte Zombieviren, die immer wieder im Eis von Permafrostböden auftauchen. Erst vor kurzem haben ForscherInnen jahrtausende alte Viren aus dem ewigen Eis im Labor reaktiviert. Aber was hat es eigentlich mit Zombieviren auf sich? Kann ein schon längst vergessenes Virus aus dem Permafrost die nächste Pandemie verursachen? Das haben wir für euch herausgefunden. Fangen wir mal ganz von vorne an und schauen uns kurz an, was ein Permafrostboden überhaupt ist. Von einem Perma- oder auch Dauerfrostboden spricht man dann, wenn die Temperatur des Bodens in mindestens 2 aufeinanderfolgenden Jahren unter 0 Grad Celsius liegt. Die obere Schicht des Bodens taut jeden Sommer auf. Darunter liegt aber eine weitere dicke Eisschicht, die im Idealfall nicht auftaut. Der fortschreitende Klimawandel bedroht die Permafrostböden aber immens. Entwickelt sich die Erderhitzung weiter so wie bisher, könnten 75% aller Permafrostböden bis zum Ende des Jahrhunderts weg sein. Wenn das ewige Eis taut, werden nicht nur Methan und Kohlenstoff frei, sondern auch allerlei Biomasse, also zum Beispiel im Eis konservierte Tierkadaver mit Fell, Knochen und Fleisch oder Pflanzenreste. Und in dieser Biomasse schlummern oft Viren. Jetzt kommt zu Recht die Frage auf, wie diese Biomasse überhaupt so lange erhalten bleibt. Im Grunde ist der Permafrostboden nichts anderes als eine Tiefkühltruhe. Liegt die Temperatur dauerhaft unter dem Gefrierpunkt, wird die Masse nicht zersetzt, sondern konserviert. Das funktioniert auch im Labor so. Bei Forschungen mit Viren werden diese bei ca. minus 80 Grad Celsius aufbewahrt. Ein internationales Forschungsteam der Universität Marseille konnte vor kurzem mehrere Zombieviren reaktivieren, darunter ein knapp 50.000 Jahre altes Virus. Mit einer Amöbengattung konnte das Team die Viren ködern. Alle 13 getesteten Viren aus dem sibirischen Permafrost haben die Amöben befallen. Der Mikrobiologe und Leiter der Studie Jean-Marie Alempic betont, dass solche Zombieviren eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit sein könnten. Aber was bedeutet das jetzt? Könnten uns diese Viren wirklich wieder eine Pandemie bringen? Die Chance, dass so ein Zombie-Virus wirklich gefährlich wird, ist nach aktuellem Forschungsstand nicht sehr groß. ExpertInnen betonen aber, dass es noch nicht genug Studien dazu gibt. Vieles müsse unbedingt weiter erforscht werden. Dazu kommt, dass Permafrost nicht gleichmäßig friert und auftaut. Wenn das Eis zwischendurch wieder einfriert, entstehen Eiskristalle, die Viren im Grunde vernichten können. Dadurch sind viele Erreger Geschichte, bevor sie an ein Tier
oder einen Menschen gelangen. Experte Albert Osterhaus von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover meint gegenüber dem SWR, dass man bei jüngeren Menschenleichen besonders vorsichtig sein muss. Wenn ForscherInnen so ein Grab im Eis finden, ist eine Maske Pflicht, da man sich sonst zum Beispiel mit einem alten Influenza-Strang infizieren könnte. Und darauf ist unser Immunsystem nicht vorbereitet. In aufgetauten Pflanzen und Kadavern verstecken sich aber nicht nur Viren, sondern auch Bakterien. Vor wenigen Jahren gab es in Sibirien einen Milzbrandausbruch unter Rentieren. Solche Erreger können auch für Menschen gefährlich werden. Aber dagegen helfen glücklicherweise Antibiotika. Bei neuen, unbekannten Viren bräuchte es, wie wir wissen, einen Impfstoff. Und das ist schon deutlich schwieriger. Ihr seht also, vieles kann bei den Zombie-Viren noch nicht genau eingeschätzt werden. Man kann nicht genau sagen, was sich alles im Permafrost versteckt. Bei einer Sache sind sich ForscherInnen aber einig. Wenn wir den Klimawandel und seine Folgen einbremsen können, müssen wir uns über gefährliche Zombie-Viren aus dem Eis weniger Sorgen machen. Andreas Jäger schnallt sich heute Abend zu den Berggesprächen wieder die Wanderschuhe an. Dieses Mal ist er mit Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsitz unterwegs. Thomas, Geschriebenstein, super Berg, aber du bist ja mehr in Stinaz zu Hause. Wo ist das ungefähr von da? Das ist diese Richtung, Luftlinie 35 Kilometer. Ist aber von hier, glaube ich, nicht sichtbar. Ja? Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Ob sie noch da ist. Ob sie noch da ist, ja. Wer kommt aus du warst immer in Stinaz sehr oft als Kind, ne? Genau, ja. Bei mir ist er von der Papa-Seite. Also der Papa ist auch in Stinaz aufgewachsen. Mhm. Und hat dann, wie er 18 war meine Mutter kennengelernt, ja, in der Obersteiermark, in Göss. Ja. Und dann haben sie geheiratet und dann hat meine Mutter nicht in Südburgenland ziehen wollen. So sind die in der Obersteiermark geblieben. Bin in Leoben aufgewachsen, war aber halt die ganzen Ferien immer da, immer in Stinaz. Was glaubst du wohl, was das für ein Wein ist? Das, also von der Farbe einfach. Das ist ein Weißwein. Ist ein Weißwein, ja. Das ist dann? Der Rotwein? Was wird das sein? Der Uhudler. Weil wir hier in der Gegend sind. Jawohl, passt schon. Ja. Gut, so ist es einfach. Ja. Die Frage ist jetzt, kannst du das auch erschmecken? Ja. Ja. Und das heißt, ich muss nur die Farbe erschmecken, nicht die Sorte. Ja, du kannst mir es auch mit der als Farbe sagen. Pass auf, Naturwelten, der hat einen großen Kopf. Gell? Okay. So, oder la? Ja, ah, ist, ja. Du zwei, es muss ein bisschen wehtun. Ja, ein bisschen tut es sehr weh, ja. Ja, das ist aber gut, wenn es ein bisschen wehtut, passt. Ja. So. Na, okay, ist gut. So, wir haben jetzt... Wir haben jetzt 21, nur weil du es vorher schon fast vergessen hast. 21. Ja, 21. Dann schätze ich mal, ist das ein 2020er Jahrgang, weil ja, die Uhudlerzeit ist ja später. Ne? Quasi. Für 2021 wäre es noch zu früh. Okay. Okay, du kriegst das Elektrorad. Du darfst die Maske runter tun. Ja. Warte, ich muss noch mal kosten, ob das wirklich. Um 20.15 Uhr gibt es die ganze Folge Berggespräche auf Kurier.tv. Und heute war ein überwiegend warmer Frühlingstag mit mäßigem Wind und einem Mix aus Sonne und Wolken. Und damit sind wir schon bei den Wetteraussichten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Morgen Freitag meist noch warm, doch ab Mittag allmählich dichte Wolken und einzelne Gewitter bei maximal 23 Grad. Am Samstag müssen wir uns dann auf kräftigen Westwind bei Tageshöchstwerten von 17 Grad einstellen. Regenschauer gibt es dafür nur vereinzelt und am Nachmittag scheint die Sonne. Morgen Freitag führt sie Marcel Schachinger durch die Sendung und da, großes Thema, die Marillenblüte in der herrlichen Wachau. Machen Sie es gut, bis morgen.